Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zu Top 10 Winterparfüms für Frauen. Das war wieder eine schwere Entscheidung, weil viele Parfüms kann man im Winter tragen, halt alle Parfüms, die super schwer sind, die Charakter haben, die super süß sind und halt richtig krasse Winter-Vibes hervorbringen. Und darauf liegt heute das Stichwort Winter-Vibes, denn alle diese Parfüms lösen für mich persönlich extreme Winter-Vibes aus. Und deswegen fange ich mal an mit Platz Nummer 10. Der geht an Katy Perry's Mad Potion. Das ist die Königin der Vanilledüfte. Fällt mir fast Parfüm aus der Hand. Das ist die Königin der Vanilledüfte. Drei verschiedene Vanillesorten. Riecht einfach richtig verführerisch. Sexy. Und hat für mich auch so ein bisschen Jahrmarkt-Vibes. Wie eine Vanillezuckerwatte riecht das. So schön. Und ganz ehrlich, das bringe ich mit dem Winter in Verbindung. So richtig schwer und sexy Vanilleduft, der auch sehr verführerisch ist. Tolles Parfüm, hält nur leider nicht so lange. Haltbarkeit ist definitiv nicht toll, deswegen ist auch nur Platz Nummer 10. Aber bringt dir definitiv Komplimente und tolle Weihnachtsvibes. Platz Nummer 9 ist ein sehr bekanntes Parfüm und zwar Alien von Thierry Mugler, geführt in jeder meiner Liste drin, weil es einfach ein bombastisches Parfüm ist. Bringt dir die meisten Komplimente überhaupt und ist halt so ein Jasmin-Emma-Parfüm. Ich sprühe es jetzt mal hier. Das hat halt so einen mysteriösen, dunklen, verführerischen Schleier, der einen umgibt. Dunkel, mysteriös, verführerisch und auch sinnlich. Wo passt es am besten hin? Im Winter. Stell mir wirklich so eine Winterlandschaft vor und man ist zusammen mit dem Partner, mit der Partnerin und genießt einfach die Atmosphäre. Es wäre ein atmosphärisches Parfüm. Genießt die Atmosphäre und das ist einfach traumhaft. Passt perfekt im Winter. Ich muss sagen, das ist natürlich die Party-Queen der Alien, aber kann man auch einfach so im Winter tragen. Für mich unfassbar geil. Je kälter es wird, desto besser wird dieses Parfüm. Ich liebe es. Dieses Parfüm bei der Kälte zu tragen. So toll. Unbeschreiblich geil. Ein Duft vor einem anderen Stern. So, jetzt kommt ein neues Parfüm aus meiner Sammlung. Und zwar Kenzo Jungle. L'Elephant. Da ist er, der Elefant. Ich sprühe es jetzt mal in die Kappe. Das ist natürlich jetzt Platz Nummer 8. Das ist einfach der Weihnachtsmarkt in Flasche. Klar, Jungle kann auch andere Vibes haben. Hat ein bisschen was vom Dschungel, hat ein bisschen was vom Gewürzbazar, nahegelegen eines Dschungels. Hat auch ein bisschen was vom Weihnachtsmarkt. Jetzt gerade mal drin, vielleicht ein Gewürz, was sehr hervorsticht. Man hat Vanille, man hat Patchouli, man hat Lakritz. Vieles zusammengemischt und alles in allem. Das sind richtig schöne Kombinationen. Mango ist hier drin. Und das alles in allem ist halt wirklich so ein richtig starkes Gewürzparfüm, was natürlich diese Weihnachtsmarkt-Vibes bringt. Und das Parfüm hält unfassbar lange. Hat eine krasse Aura, wirklich ein absolutes Biest, bringt dir Komplimente und ist auch sehr classy. Also kann eine alte Lady tragen, kann auch eine junge Lady tragen, aber es hat wirklich sehr klasse. Ein sehr tolles Parfüm. Kenzo Jungle, deswegen auch hier die Platz Nummer 8. So toll. Jetzt kommt eins meiner absoluten Favorites, ihr kennt es mittlerweile, und zwar ist das auf der Platz Nummer 7, Paco Rabanne Pure Excess. Dieses Parfüm ist der absolute Hammer. Eins meiner absoluten Favorites, Top 5 definitiv. Sexbomb, Sexbomb, Pure, my Sexbomb. Was will ich, das Sex in der Flasche? Aber Sex in der Flasche kann man auch in Winterzeit tragen. Vor allem, wenn das Parfüm aus Vanille und Popcorn besteht. Kuschel-Vibes garantiert. Ilang, ilang, richtig sexy. Dann hast du halt dieses Vanille-Aroma mit der starken Popcorn-Note. Ein absolutes Kuschel-Parfüm, was perfekt zum Winter passt. Sexy, wunderbar zum Kuscheln. Hat tatsächlich jetzt sogar noch hier, ist jetzt auch fast in die Liste geschafft hier, Adam Levine, Frau Hörer. Ist auch so ein Kuschel-Parfüm mit Sandelholz, was hier natürlich auch drin ist. Hat es in Grund und Boden gestampft. Seitdem ich dieses Parfüm habe, trägt es Adam Levine eigentlich fast gar nicht mehr.
Weil das hier einfach noch so einen Popcorn-Twist hat und noch viel mehr zu bieten hat. Und noch viel mehr sexy ist. Das ist so toll. Dieses Parfüm ist absolut Hammer. Ha, ich liebe es. Platz Nummer 7. Paco Rabanne Pure Access. Hält verdammt lang. Bringt dir Komplimente. Tolle Flasche. Ich kann nur davon schwärmen. Warum das nur Platz 7 ist, die anderen haben für mich noch mehr Winter-Vibes. Aber wie gesagt, es fiel mir sehr schwer, diese Liste zu erstellen. Platz Nummer 6 geht an Angel von Thierry Mugler. Königin der Gourmand-Düfte. Angel hat die Gourmand-Düfte erfunden. Da ist alles drin, Karamell und Zuckerwatte und so viele gourmandige Aspekte, alles kombiniert mit diesem Patchouli, bringt dir übelst Jahrmarkt-Vibes. Das ist richtig wirklich ein verspieltes Girl, die aber weiß, was sie wert ist. Und ich finde, mit diesen verschiedenen Gerüchen, das ist auch ein hochkompliziertes Parfüm. Ihr könnt gerne mal die Duftnoten googeln und da kommen tausend Sachen. Deswegen super schwer zu durchschauen, das Parfüm. Aber ich liebe es. Es ist so toll. Und es passt perfekt in den Winter. Einfach klasse, deswegen Platz Nummer 6, Angel. Natürlich ein absoluter Klassiker. Kenzo Jungle ist auch ein Klassiker, ist von 1996. So, Platz Nummer 5 geht an Yves Saint Laurent's Black Opium. Ich habe hier leider nur den Dupe. Der Dupe ist auch gut genug, behaupte ich jetzt mal. Der Dupe ist Larive Touch of Woman. Das ist das simpelste Parfüm überhaupt. Es gibt kein Parfüm, was simpler ist als Black Opium. Vanille und Kaffee. Das war's. Vanille und Kaffee. Sexy, verführerisch, hat halt so eine warme Aura um dich rum, die dich durch den harten Winter begleitet. Was erwärmt das Herz? Richtig. Ein tolles Vanillearoma mit Kaffee. Ja, kennt ihr das nicht? Ihr seid so richtig durchgefroren, geht irgendwie. Ein Kaffee ist vorbei, alles riecht so toll. Und dann will man einfach einen Kaffee schlürfen in der Kälte. Und genau das macht dieses Parfüm. Honor where honor belongs, deswegen nenne ich immer das Original. Das ist halt für Yves Saint Laurent Black Opium. Aber in meinem Fall der Dupe. Sehr schön. Gut, weiter zum nächsten. Platz Nummer 4 geht an Dior's Poison Girl. Auch hier habe ich nur den Dupe. Larive Fleur de Femme. Und das ist auch so ein Parfüm, das hat einfach so viele Winter-Vibes, weil in meiner Herbstliste zwar auch drin, kann das aber voll auf den Winter projizieren. Vanille, Tonkabohne und Orange. Stell dir einfach vor, ihr tragt ein richtig sexy Vanille-Parfüm, was super verführerisch ist, und dann schält ihr nebenbei Orangen. Und ihr geht, weiß ich, durch den Weihnachtsmarkt und es sind auch frische Orangen teilweise zu verkaufen. Alles riecht so orangig, einladend, fruchtig. Das kombiniert mit einem sexy Vanillearoma und ihr habt Larive, Fleur de Femme oder natürlich das Original. Dior Poison Girl. Absolute Empfehlung. Hat definitiv die Winter Vibes. Einfach durch die Orange und durch das Vanillearoma. Hier sind sehr viele Vanilledüfte in der Liste, weil ich finde, Vanilledüfte sind im Winter einfach nur Weltklasse, vorhandenen Stern. Aber hier, einfach schön diese fruchtige Orange mit Vanille kombiniert. Jetzt habe ich hier natürlich meinen Signature Scent auf dem Platz Nummer 3. Und zwar Aquilinas Pink Sugar. Ihr wollt einfach auffällig riechen, super girly riechen. Die beste und girligste Zuckerwatte der Welt. Hat ein bisschen Karamell-Vibes, aber hauptsächlich riecht es nach Zuckerwatte. Und das umgibt euch mit so einer leckeren, gourmandigen, tollen Aura, die perfekt zum Winter passt. Deswegen Pink Sugar. Ist ja nicht umsonst eine meiner absoluten Favorites. Wie gesagt, diese Zuckerwatte, die passt so perfekt in den Winter. Im Winter könnt ihr es erlauben, schwere, intensive Düfte zu tragen. Der Duft ist so stark, bringt dir viele Komplimente, hält ewig. Und ich weiß nicht, bringt dich auch verspielt durch den Winter. Deswegen mein Platz Nummer 3. Zuckerwatte Deluxe. Pink Sugar. I just love it. So, Platz Nummer 1 und Nummer 2 habe ich echt gekämpft mit mir selbst, weil da konnte ich mich nie entscheiden. Könnte ich beide auf die 1 stellen, könnte ich beide auf die 2 stellen.
Nur ich präferiere halt die Nummer 1. Trotzdem, Platz Nummer 2 geht an Dior's Hypnotic Poison. Ich habe hier einen Dupe Larif Sweet Hope. Die rote Kugel, ihr kennt sie. Dieses Parfüm ist so stark, so intensiv, so aufdringlich, so verführerisch, dass man diesen Duft nur im Winter tragen kann. Ich bin tatsächlich so ein Girl, bei kalten Herbsttagen packe ich den Duft auch eventuell mal aus, aber sonst wirklich nur im Winter. Das ist ein sehr schwerer Duft. Super stark riecht das nach Mandeln und nach Vanille. Insgesamt ultra verführerisch, Mandel, Vanille, ganz schwerer Duft. Und dieser Duft hält ewig, verdreht die Köpfe und passt perfekt zu dem Winter, wirklich. Der Duft schreit, ich bin ein Winterduft. Und nur im Winter zu verwenden, echt. Habe ich auch lustigerweise. Gut, auch von Larif habe ich auch tatsächlich ein Deo davon. Oh Gott, dieser Duft, er ist so toll. Er ist so toll. Das ist ein Winterduft. Der bringt dich durch den Winter. Super strong, auffällig, verführerisch und das hat durch die Schwere diese absoluten Weihnachtsvibes. Platz Nummer 1. Ich sag's ja immer und ich muss meinen Aussagen natürlich auch treu bleiben. Der beste Winterduft für Frauen. Juicy Couture. Viva la Juicy. Gold Couture. Dieser Duft ist ein Verbrechen, so sexy ist er. Mein Gott, ich könnte in diesen Duft baden. Ich könnte den Duft am liebsten mir ins Mündchen sprühen. So lecker riecht er. Mann, mach das bitte nicht. Egal wie lecker ein Duft ist, ob es ein Gourmand-Duft oder nicht ist, sprüht ihn bitte nicht in den Mund. Nicht gesund. Auf jeden Fall super lecker, super sexy. Problem bei dem Duft ist, der hält nicht so lange. 8 Stunden. 6 bis 8 Stunden. Je nachdem, wie die Haut gerade drauf ist. Meine Haut ist ja ein bisschen Weltklasse-Niveau. Bei mir halten die Düfte immer länger. Ich habe schon manchmal Leute gehört, hey, bei mir hält der Duft nur so und so lang. Ja. Wenn ihr super trockene Haut habt, hält der Duft nicht so lange. Wenn die Haut fettig ist, hält der Duft nicht so lange. Ich benutze keine Bodylotions mehr. Weil meine Haut einfach perfekt ist. Die ist immer im Mittelmaß. Die ist nicht zu trocken, nicht zu feucht, nicht zu ölig. Deswegen halten die Düfte ewig. Und ja, der hält eigentlich so 8 Stunden. Verglichen mit den anderen, die teilweise 12, 20 Stunden halten. Das ist natürlich ein bisschen schwächer, aber das ist so der Winterduft schlechthin. Echt. Karamell, Beeren, Vanille. Alles, was perfekt im Winter ist. Schwere, dunkle Beeren. Perfekt für den Winter. Vanille. Wie gesagt, alle Düfte, die ich hier vorgestellt habe, haben was mit Vanille zu tun gehabt. Außer Angel und Alien. Ja, sonst hatten alle was mit Vanille zu tun. Pink Schuhe jetzt auch nicht. Aber ja, hier ist Vanille, Beeren und eine richtig fette Karamellnote. Die auch super zum Winter passt. Abnormal. Wirklich. So schön. Sexiness in a bottle. Winter Vibes in a bottle. Das ist der Duft. Ihr Lieben, das ist der Duft. Deswegen, Platz Nummer 1, Viva la Juicy, Gold Couture. So schön, echt absolute Empfehlung. Gut, ihr Lieben, das waren meine Top 10 Winterdüfte für Frauen. Könnt ihr mal gerne in den Kommentar schreiben, was eure Lieblingsdüfte sind. Auch das würde mich voll interessieren. Können wir gemeinsam diskutieren, vielleicht findet die eine oder die andere neue Düfte dadurch und ja, ihr wisst das. Ich liebe es, über Films zu quatschen. Und das können wir gerne in den Kommentaren tun. So, ich würde sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast,
kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!